soll ich sagen, damit du noch einen Zugang hast? Nee. Also ich habe ja drei Eingänge. Ich möchte schon rausbekommen. Ich stelle jetzt aber nur eine Ja-Nein-Frage. Also einfach nur, um zu vermeiden, dass ich offline womöglich 30 Minuten im Kreis renne und man mir sagt, das hättest du dir sparen können. So, darauf will ich nur hinaus. Wenn man die abschalten kann, nee, kann ich das da oben irgendwie machen? Ein Ja oder Nein? Wenn du sagst, nein, will ich nicht wissen, wo es ist. Und du sagst, ja, weiß ich. Okay, dann investiere ich da mal eine halbe Stunde, weil anscheinend übersehe ich es. Okay, dann habe ich es einfach stumpf übersehen. Ich würde auch davon ausgehen, man kann es ja, wenn man es abschalten kann, nur da abschalten. Von wo sonst? Also eigentlich liegt es auf der Hand, ne? So. Aber man steckt ja irgendwie auch dann doch nicht drin. Und das ist so dann Zeit, die man sich auch sparen könnte, irgendwie so. Half this drow's body is crushed. Must have fallen from pretty high up. Aha. Aber ich frag. Something's here. Almost missed it. Was ist denn hier? Da oben ist was. Ein silvanischer Stein. Außer Reichweite. What's next? So, jetzt kriegt sie mal das Amulett mit Totensprechen. Hat sie das nicht schon? Nee, sie nicht. Sie hier. Ach, das ist immer noch wegen der langen Rast. Na gut, okay. Ja gut, wir haben ihn ja nicht umgebracht. Entweder redet er mit uns oder nicht. Das sieht so aus, als würde man uns reden. Sehr simpel. Oh Mann. Okay. Ja gut. Wer seid ihr? Aber jetzt ist der Vorteil, den Bierholder hatte ich halt schon gesehen, weil ich wollte halt nur Schattenherz ausprobieren. Finde ich auch doof, wenn ich dann ohne Aufnahme und ohne Stream vorspiele, aber mache ich auch nur einmal. Normalerweise würde ich es aufnehmen und euch vorher auch für den Stream zur Verfügung stellen. So, jetzt habe ich definitiv alles gesehen, was ich da gesehen hatte und Thema. Gut, die eine Grippe im Ginjankilara noch, die ist hart. Die muss ich jetzt aber nicht machen. Wer seid ihr? House Vandry. Die ist schwerer als in die Ruhe. Finde ich. Was war André Speer? Was habt ihr gesucht? Quick path to surface. Ja. Was ist euch zugestoßen? Through backpack. To light. Fell. Eins, zwei, drei Fragen, fünf, ne? Worked alone. Better that way. Ja, okay, gut. Hätte sein können, dass ich da auch noch eine Entweder-Oder-Option kriege. Mushrooms. Disappeared. Guessed wrong. Aha. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Eins, zwei, drei. Nee. Hä? Eins, zwei, drei, vier. Wieso fünf? Man kann doch nur vier haben. Ich hab die Mod nicht drauf. Gab's da einen Fix? Haben sie das geändert im Spiel? Weiß das jemand? Hat sich jemand die Patch Notes angeschaut? Kann man jetzt mehr als vier Inspirationen haben? Ich habe mir die Mod nämlich nicht installiert. Ich habe nur gesehen, dass es eine gibt.
Das sieht ja so aus, als hätte ich jetzt 5, die ich verwenden kann. Und die Grenze im Spiel war bei 4. Die 5. verfällt dann. Er hat mir was wahrgenommen. Schattenherz hat nach einem Heilkundewurf. Nee, Heilkunde war es auch nicht. Natur. Ach, ich? Okay. Ich bin auch in Natur auch nicht gut. Y. Nein, kommen mir nicht alle hinterher jetzt. Okay, Karlach muss das machen. Come on, let's go! Kann es sein, dass manche von diesen Pilzen gar nicht da sind? Ist das möglich? Und welcher? What's that now? Fake shrooms. Deceit and danger. Oh, wie übel ist das denn? Ja, haben wir. Excellent choice. Never a dull moment. Zendangale. Aber hat Geld hier nicht vielleicht sogar? Your desire. Kann ich den vorbereiten? Nee, hat Geld ja nicht, ne? Nee. Okay. Kann ich die dann jetzt mit Geld nicht einfach lesen? Zauber lernen. 50 Gold. Sehr schön. Wir nehmen dann mal kurz raus. Wo ist denn der? Ja, wieder frei. Die Donnerwoge, nehmen wir mal kurz raus. Alle mal zusammenkommen hier. So, Gail, du darfst mal deine Samtis wirken. Federfall. Mal gucken, wie lange der an. Ich habe nur 10 Züge, ne? Nein. Zu beenden. Hey, good looking. Du bist cooking. Dann. Zu beenden, zu beenden, zu beenden. Umgebungszug. Zu beenden, zu beenden. Super. No time to waste. Super. I'm ready. No one back home will ever believe this. Super.
Ach, das war dann wirklich nur der ein... Nee. Okay, könnte man die Frau mal... Nein, doch. Let's ja, move. Komm, wir heilen sie. Wir machen dann eine Lösung. Gail macht nochmal Federfall. Damn, it's good to be alive. Gibt's denn einen anderen Weg? Ja, muss ich diesen Weg hochgehen wahrscheinlich, ne? Time to dally. One with the wave. Ja, gehen wir mal da lang. Glaube ich. Wanna dance? I'm ready. Don't mind me. Bin noch auf dem Listenstand von 4 Inspirationen. Ja, ich eigentlich auch. What to do? Bin auf jeden Fall entspannt, die Frau. Der Weg ist unterbrochen. Wieso ist denn der Weg unterbrochen? Nicht genügend Platz? Achso. Ja, es dauert jetzt ein bisschen, aber wenn ich das in Echtzeit mache, ich könnte es auch in Echtzeit machen, aber Echtzeit geht echt schnell rum. Ne? Lost in thought. Soldier. Und wenn ich das... Schwierig. Das ist jetzt aber blöd, gerade. Oh Gott. Okay. Hä? Ist sie runtergegangen? Nee. Nee, nee, ist schon so richtig. Ich würde jetzt darauf, wenn das geht. Weil, wenn das, wie gesagt, das geht unter Umständen zu schnell, 6 Sekunden sind ein Zug. Ja, es ist recht flott auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir dann dahin. Zug beendet. Whatever it takes. Still breathing, despite everything. Ich frage mich gerade, wie ich wieder runterkommen soll. Ja, gut, wenn die Pilze am Ende noch da sind, weiß ich ja, welche ich machen kann. Licht wäre mal gut, ne? Aber ne, das mache ich jetzt nicht. Licht, ne? Okay. Der scheint ja auch echt zu sein. Die ist dann natürlich da oben alleine, ne? Tomahawks, einen schönen guten Abend. Super. A long road ahead. Super. Making me sweat. Epsilon. Whips and blades, always sharp. So, das können wir gleich wieder in Echtzeit gucken. Let's march! Nicht erreichbar. Nicht genug Platz? Und sie verarschen? Warum? Ah. Aber jetzt kann ich die noch nehmen, oder? Naja, witzig. Nice. Come here, you. Nein, echt? Was macht dieser Pilz denn da? Oh, ich habe da ein doofes Gefühl bei. Ich sollte speichern. Verwenden. Ernsthaft jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Können wir mal wieder zusammen jetzt rein? Das ist ein Teleporter? Oh, wie geil. Oh, das ist ja super.
Is anything real down here? Weiß nicht, mach mal Licht an. Das ist aber bestimmt kein Teleporter, dieser Pilzring. Das ist bestimmt irgendwas anderes. Was mache ich denn mit diesen silvanischen Steinen eigentlich? Wo sind die denn? Sind das die? Na, das waren Erinnerungssplitter. Keine Ahnung, wo die hinsortiert worden sind. Ja, dann Pilzring verwenden. Das soll schon passieren. What? Okay, ist noch ein Teleporter, aber nur eine andere Farbe, okay. Das schreit doch nach Bosskampf, oder? Schädel, Schweinelenden. Einmal speichern. Wenn es ein Bosskampf wird, dann würde ich ganz gerne erst eine lange Rast machen. Das sieht aber schick aus hier. Moment, wir brauchen ein paar Fotos. Das ist doch wieder von der Hexe. Ach du Scheiße. Ach nee, das ist doch da, wo sie war. Wo sind wir denn? Aha. Okay. Warum auch immer ich da jetzt nicht durchkomme. Aber ich will da ja gar nicht hin. Das ist ja interessant. Ja, speichern. Ja, speichern ist immer eine gute Idee. Hatte ich mir eigentlich auch angewöhnt öfter. Oh, wo gehst du denn jetzt hier raus? Da. Diese unsichtbaren Steine sind immer auch schräg, ne? Oder? Oh, hier ist noch. More for me? Das sieht auch so nach Falle aus. Scorched ground. Better watch out. Hier kann da rein. Keines Geschütz. Scheiße, komme ich da an? Ist das das Ding, was da oben speichern? Was mich da... These boots have seen everything. Still alive, so that's progress. Hieb, Stich, Feuer, nekrotisch, Blitzschaden kriegt das Ding.
Oh, wir haben noch, haben wir irgendwie mal die Blitzdings? Sure. Das Ding kriegst du ja gar nicht kaputt. Das ist robust. Untersuchen. Blitzschaden ist verdoppelt. Ach so, ist nur halbiert. Ja, komm. Scheiß drauf. Mist. Let's move. Okay. Lovely day this. For now. Ich hab da ein ganz gutes Gefühl. My face protects me. I must keep going. Let's do this. Unseen as I was taught. Oh fuck, da ist ja noch einer. Zug beendet. A long way from Waterdeep. What about? Oh Gott. On my way. Wenn das die Dinger wie an der Tür sind, dann gute Nacht. Es zieht auf Gale. Die Dinger sind auf jeden Fall gegenseitig abgesichert. Das ist doof. Ja, gar keinen Schaden bei dem Ding. Ich muss es, aber ich habe es doch getroffen. Ich muss es doch mit irgendetwas treffen können. Ah, nur ein Schlag mit mindestens 10 Schaden kann es beschädigen. Ernsthaft? Das ist robust. Da brauche ich das ja gar nicht zu versuchen. Wie krass ist das denn? Okay. Onward in her name. Work my magic. The path less traveled. Sparen, was? Cutting to the chase. What a charmer. Okay, Karlach, du springst dann mal hin. Gehst du da hin?
haust du dem Ding mal kräftig auf die Mütze, bitte. Dann haust du ihn nochmal kräftig auf die Mütze. Ich glaube, wir laden da gleich diesen Spielstand. Ach, das ist fast eine Aktion. Okay. What am I to do? Stelle einfach mal. Das führt zu nichts hier. Irgendwie führt das hier zu nichts. Swift as my feet can carry me. Ignis! I have something to ask. Soldier. None shall see me. Komm jetzt aber. Ey, das kann doch nicht angehen. Sind das nur Nahkampfangriffe, die das Ding, weil es robust ist? Oder habe ich das falsch gelesen? Ein Schlag. Okay, dann meinen die auch Schlag damit. Alles klar. Wahrscheinlich. Kein Schuss oder sowas. Wow. Erschütternder Hieb. 6 bis 11 Schaden. Das heißt, nur wenn ich 11 Schaden drauf mache, zählt das überhaupt? Oh, okay. Hat ja funktioniert. Hauptangriff. Nochmal. Whatever it takes. Das kann ich mir sparen, aber ich könnte das Karlach mal verteilen. Take you. I need your help. Ja, du kriegst das schon hin. Ich lade trotzdem gleich neu, weil ich glaube, das lohnt sich. Das lohnt es sich jetzt gerade. Obwohl, wir müssen ja sowieso gleich eine lange Rast machen. Das müssen wir eh. Aber vielleicht kriege ich den hier noch kaputt. Das könnte ja sein. Ist irgendwas... Moment. Habe ich sie jetzt ausgeschaltet? Schießt die jetzt nicht mehr? Oder was los? Ist sie jetzt nicht mehr robust? Oder? Ja. Ja, aber die nehme ich doch trotzdem jetzt auseinander. Weil so geht's ja nicht. Okay, das können wir uns sparen. Looking ahead. Gibt's noch mal Heilung für Karlach?
can keep going a little longer now. Okay, Karach. On my way. Was ist das? Dann mach mal bitte den nächsten eben alleine. Besser ist das. Das war's. Ah ne, ich will noch einen Halt rein. I wonder what the next move is. No one stopped me yet. Das war Echtzeit. Das ist ungünstig in Echtzeit, nämlich. Attention! Is that blood? No, never mind. Hmm. Ich bin keine Halszauber mehr, ne? In this way. Wo ist denn? Oh, ich habe keine Zauberplätze mehr. Ah, das ist ein Nahkampf. Das, ich habe auch keine Heilung mehr. I could go for a good meal. Ja, ich weiß. Okay, wir laden. Wir laden. Dann gehe ich erstmal woanders lang. Das ist ja auch nicht so schlimm. Vielleicht habe ich mal eine bessere Idee. Vielleicht hätte ich auch Sachen werfen können mit Karlach. Um die Ecke gucken, werfen, wieder zurückgehen. Can't slow down. Dann gehen wir erstmal hier hin. Loch, Loch, Loch. Wo sind die Löcher? Wollen wir da rüber springen? Ich dachte, hier wäre ein Weg. The camp looks abandoned. Wofür sind denn die Löcher? The wall is riddled with holes. A suffocating stench of long rotten meat wafts out. Die Löcher untersuchen. Oh Gott. Oh Gott, ja okay. Ich wollte ja eine Inspiration verwenden, ne? Kann ich abschalten? Ja, vielleicht. Ich sag mal so, wenn ich rauskriege, wie ich das Haupttor den Laser deaktivieren kann, dann kriege ich das ja auch raus. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit da, auch ohne... You recognize the odor. Ah, gucken. The foul scent of
carrion crawlers, centipede-like aberrations that feast on the dead. At one time, these caverns must have been their banquet hall. The creatures are either long gone or waiting patiently in the darkness. Das klingt ja nicht gut. Oh nein, warum soll ich das denn machen? Nee, da steht robust. Also bei robust steht drin, Schlag. Und da weiß ich nicht, ob die das auch wirklich so meinen. Da steht Schlag. Also, Schattenherz war versteckt und die macht gut Schaden mit ihrem Pfeil dann. Und die hat einfach null. Ich glaube, dass die das auch meinen. Dann kannst du nur physischen Schaden durchschlagen mit Stichhieb, Wuchtwaffen. Und bei Stichhieb ist dann auch noch der Wert halbiert und du musst halt grundsätzlich auch immer über 10 Schaden machen. Oh ja, was soll schon passieren? Bends, becoming impassable before you're even elbow deep. Nothing but rocks. The wall is riddled with holes. The passage narrow. Okay, ich komme da nicht tiefer rein. Can't afford to stay idle. The wall is riddled with holes. The passage narrow. Ah, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich versuche das mal. Oh, Schattenherz. Hasse mich nicht. The wall is riddled with holes. A suffocating stench of long rotten meat. What? The passage narrows and bends. You're shoulder deep when your fingers brush against a fleshy tentacle. You flinch, but the tentacle is limp and cold. You push it aside and retrieve something loose, lying beneath. Nein, echt? Ich hätte jetzt gedacht, Längenarm möglich. Sonderling. Karlach ist inspiriert. Karlach! Wieso bist du denn davon inspiriert, Karlach? Was stimmt denn mit dir nicht? Nothing in here. Das ist ein sehr praktischer Zauber. At least things have stayed interesting. Das sieht schon geil aus hier, ne, oder? Das ist Lara. Also wenn man so durch die Gegend fährt, werden einem Gegner nicht unbedingt mehr angezeigt, ne? Wollte ich nur so gesagt haben. Also es wäre ja auch unfair. I have a lot on my mind and, well, in it. Da war doch eben eine Anzeige, da irgendwas mit Osten. Wir machen hier mal Licht. Wegpunkt erreicht. Oh, wie praktisch. Wegpunkt. Wo ist der denn? Leuchtender Edelstein. Angriff! Jutesäcke. Ach, da unten. Kann ich denn hier runter? Ja. Aber unten ist mal doof. Ich drück schon mal Alt, ob ich irgendwie einen Gegner sehe oder irgendwas. Oh, da oben steht ja einer. Mit Aura. Lürgen. Überfall. Was ist denn Überfall für ein Zustand? Oh. Sie kann nur durch einen erfolgreichen Wurf mit Wahr auf Wahrnehmung entdeckt. Ich habe sie doch entdeckt. Bernd.
Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Danke fürs Dasein. Ach nee, wann geht's? Wann? Gute Nacht wünsche ich dir. Ach so, ich habe gar nicht gefragt, wie unaufmerksam. Du warst heute kopfschmerzfrei, hoffe ich. Nee, wann geht? Ach nee, wir beide gehen. Ach, du auch. Aha. Ah, gut. Knick, knack. Nee, ich wünsche euch, ich meine, getrennt viel Spaß. Warst du nicht? Ach, Mann. Ach, das ist doof. Okay, der wird wahrscheinlich gleich angreifen, aber der ist ja nur Level 10. Oh, was denn hier passiert? Thüringer. Und ein Tiefengnomen. Guck mal, Zauberstab der Feuerbälle. Wow, nein! Der liegt ja so rum. Der ist ja nicht mal... Der ist ja nicht mal... eingefärbt. Ich euch bei einer gute Nacht. Die Taste nehmen wir als... Ja, ja, genau. Ja, ja, das habe ich eben gemacht. Genau, die. Der macht Feuerball? Der macht Feuerball, der Stab? Nein. Wo? Das sieht so unauffällig, das Ding. Der ist dann weg. Ah. Ach, schade. Ja, ja, hier, das ist der Spell, den Gale hat, Feuerball, den er auf Stufe 5 bekommt. Feuerball ist der Grund, warum man einen Magier spielt. Ja, ja, Marvin. Feuerball ist genau der Grund, warum man Magier spielt. Oder Hexer. Alright, what now? Aber den kannst du nur einmal verwenden. Nee, doch. Wieso steht denn da kurze Rast? Also wenn ich den benutze, ist der weg. Okay. Ach, schade. Ja gut, das wäre vielleicht sonst auch zu OP gewesen, was? Speichern. Ich sehe, nee, wir wollten mit Toten sprechen eben mal kurz. Dann wird ihr vielleicht mal was von erzählen. Wenn wir da gleich auf diesen anderen Typen da treffen, vielleicht hilft uns das dabei. Leiche zu stark beschädigt. Wow, okay. Stand da hingerichtet, der Tiefenhund? Wer richtet den denn hin? Überfall. Aber den sehe ich doch auch. Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht. Extra Angriff. Zwergische Unverwüstbarkeit. Bald ihre Gegner, aber ich habe ja keine Gegner. Also wir sind ja kein Gegner, die sind ja gelb. Also können wir auch mit denen sprechen. Reden. I want to have a word. What? Geck! Got someone sneaking up on us! Nee, schleicht sich keiner an. Wir haben. Hallo? Beschwichtigen die Hände hochhalten. Too loud, Sunscum. Heard you stumbling. Can hear you. Ach komm, wir waren schon bei euch drin. Ihr habt uns gar nicht bemerkt, die Anfänger hier. Reckon I'll hush you before something hungry comes along. His gnarled fist grips an axe. Einschüchtern. Finger weg von der Axt, wenn ihr sie behalten wollt. Ich kann das Kill sagen. Kein Bund zum Blut vergießen. Dich zum Gehen wenden, ihn angreifen, überzeugen. Ja, wir nehmen überzeugen. Überzeugen ist immer gut.
Oh, da müssen wir jetzt aber auch überzeugend sein. Ja. Fine. I'll let you live. So ein Gag. But spoil my hunt and you're dead. Was jagt ihr denn hier? Was macht ihr hier? Told you, hunting. Slave ran away. Took Sergeant Thryn's boots. Gotta kill the slave and fetch back the leather. Or the bosses in Moonrise will have Thryn's hide. Moment, er wollte uns erzählen, dass sie ein so gutes Gehör haben, dass sie uns natürlich schon längst bemerkt haben und man hat ihrer Kommandantin, die ja wahrscheinlich die beste Ausbildung hat, die Stiefel geklaut, während sie die trug. Schwammerjagd, ja. Habt ihr wirklich jemanden wegen eines Paar Stiefels getötet? Sergeant told me to. Besides, we're talking about a slave. Vielleicht kann ich helfen, keinen Sklaventreibern. Ja, eigentlich nicht. Ah, vielleicht kann ich helfen. Help? You don't even know what you'd be up against. Nee. Slaves got herself some protection. Hiding up there in a myconid circle. Can't get past those rot flowers. They get in your head, make you see things. Half my squad jumped off a cliff, laughing. Ja. I'll wait here. She'll make a run for it eventually. Then I'll get her. Ich arbeite nicht umsonst. You're either brave or stupid to be worried about your purse in these parts. Get those boots. Then we can talk rewards. Maybe you'll even be allowed into the Absolute's ranks. Oh nee. Wie sieht die denn aus, die Ausreißerin? Deep Gnome Slave. Deep Gnome Slave. They all look the same. But this one's got fancy boots. Fancy boots. Tiefengnome, okay. She's with the rest of our expedition across the lake. Special mission for the Absolute. Okay, weggehen. Okay. Ah, bis fein mache ich noch. Ein verblichenes Logbuch. Lesen wir das mal durch. Auf der Innenseite des Buchdeckels steht Höhlenwärter Myrna. Die Seiten sind mit sauberen Berechnungen, Ausrüstungsverzeichnungen und Expeditionsnotizen beschrieben worden. Letzter Eintrag, Expedition Nummer 42. Zurück nach 10 Tagen, also nach 10 Tagen, in nördlichen Quadranten. Zwei potenzielle Minen erspäht. Ader von Arandur entdeckt. Achso, das ist kein adliger Krieger, die haben halt sowas wie eine Goldader. Okay, gut. Welso hat tolle Arbeit geleistet, Schichten organisiert und erst die Grabung geleitet. Bruder oder nicht, er wird einst ein vorzüglicher Höhlenwärter. Doch er muss sein Temperament zügeln und üben, den Stein zu lesen. Manchmal ist er blind wie ein Oberflächler. Ich werde ihn später zum Üben mit an den Schwarzsee nehmen. Okay. Kommt, ihr sprechen? Hast jemand einen Händler hier? The squad dead for the sake of one runaway. Crack. Nee. So hier vielleicht? Gex the Talker, not me. Back off. Komm mit in die Lesestunde. Öl der Verkleinerung. Achso, das ist verkleinert aber nicht die Körper, das heißt nur so. Okay. Kann ich jetzt nochmal mit dir sprechen? Get the leather. I ain't wasting more words on you until it's done. Handeln. Keine freundlichen Leute hier, ne?
Ach, die ist hier unten. Jetzt verstehst du, glaube ich. Ich glaube, die ist hier unten. Und sie trauen sich nicht runter. Das wird es sein. Wir gehen mal kurz ins Lager. Ja, sympathischer Kerl. Nee, Loot sortieren tue ich jetzt nicht. Das mache ich nicht. Tag beenden. Gibt es hier jemanden, der mit mir sprechen will? Nee. Wir können aber mit allen Leuten mal ganz kurz sprechen. Karlach und so. Soldier? Ja? Nee. Was mit Schattenherz? Wo ist die denn? Sprechen wir mal mit Gale. How can I help? Ich sollte, glaube ich, auch unterwegs öfter mal mit dem sprechen. So, that's what people mean when they talk about butterflies in their stomach. Aber die ist halt auch, Did you want something? In so einer Sekte. Very serious of you. Wieso kriege ich immer wieder denselben Satz? Go ahead. Wie geht es euch? It's strange. I've been dwelling on what I told you before about wanting to become a Justicia. Den haben wir doch schon gehabt. Okay, gut. Das ist ja nett, aber... Ey, wenn ihr das... Macht das zu Hause nicht. Lasst eure Freundin ausreden. Ist besser. Das sieht aber schick aus, ne? Ja. Gäbe jeden an die Wäsche. Also ganz, ganz ohne Zweifel. Kannst du auch machen. Also geht. Genau, obwohl ich einen Mailschaden habe. Genau. Die Mädels wollten mich auch alle ach, Gale? Ah, ja, okay. Nee, das ist interessant. Also Astarion, ja, der ist, aber die Mädels wollten mich alle mit Gale verkaufen. Even in such fraught times as these. Schön witzig. There's peace to be found in the stillness as evening draws in. Ihr passt so gut zusammen, alle drei Frauen, ne? While away many hours just like these with my companion. I'm in far comfier surrounds. She preferred it when we were alone. Curled up before a crackling hearth with some ancient esoteric tome between us. Ink glinting in the firelight. Mystra, ne? Astarion ist flexibel, das glaube ich auch. Gibt doch dieses Video, wo Astarion sich mit einem Bären anfreundet oder so. Ich habe es nie gesehen, aber kam von den Entwicklern. Die haben ja auf TikTok erstmal eine Sperre bekommen. Klingt spaßig. Ich hoffe, ihr sprecht nicht wieder von Mystra. Das ist aber doof. Sprecht ihr von eurer Katze? Nein, natürlich spricht er von Mystra. Was sind das für blöde Dialoge, die ich hier also Antworten nicht geben kann? Also das finde ich doof mit, ich hoffe, ihr sprecht nicht wieder von Mystra. Mit Amur hat ein geheimnisvolles Buch zwischen uns, das ist eine Tinte. Warum sollte er von seiner Katze reden? Aber die finde ich auch doof, klingt spaßig. Wir nehmen drei. By a Geron's lost nose, no! Tara is not any cat. Quessum. Given your confusion, I'm guessing you've never met one. They're brilliant creatures. Fine company for any self-respecting. Should be proud to see me keeping such fine company. The savior of those poor tieflings, no less. I've given her precious little to be proud of recently. After I was afflicted with my condition, and locked myself in my tower for an entire year. Inconsolable, wallowing in my self-inflicted tragedy. I've given up on myself, but Tara never did. It was her encouragement, her research that led me to my treatment.
Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life. She has a good heart. She'd recognize the same in your actions here. Hat die Items geklaut? I'm sure she'd approve of me lending myself to your efforts. Ja, pau auf. Ich wünsche eine gute Nacht. Danke schön mal für den Abend. Ich finde es trotzdem witzig, dass er romantische Abende vor dem Kaminfeuer mit seiner Katze und einem Buch verbracht hat. Man kann ja mit seinen Haustieren reden, natürlich. Sind da Familienmitglieder, aber trotzdem. Also das ist schon ein bisschen, das ist ein Step Beyond irgendwie. Sie muss ja klug sein, wenn sie all das verbracht hat. Ja. Smart does her a disservice. She's a fine wizard in her own right, though somewhat held back by her lack of opposable thumbs. Remind me of her somewhat. There's a steeliness in you. An unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. Wish she were here for me to make a formal introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, yeah. She was always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends instead of hanging onto Mistress coattails. Yeah. So that's what I'm doing. Yeah. I hope. Yeah. Da habt ihr Pech, ich bin in Wahrheit eine verkleidete Nymphe. Die, also der Trend geht zu eins. Guck mal, was da drunter steht. Ich erinnere euch also an euer Schoßtier, wie romantisch. Und wenn sie mich nicht mag, habt ihr keine? Finde ich eins. Eins ist mit Abstand die beste Antwort. Oder? Auf jeden Fall ist eins die beste Antwort. Very funny. But as we all know, nymphs are sticklers when it comes to their bathing routines. You, my friend, haven't been near a fresh spring in a 10-day or more. Ja, gut. Not that I don't appreciate your musk. Oh. Actually rather like it. Ich jetzt? Wie kriegst du denn die Kurve? Well, this seems as good a time as any for me to stop babbling on. Nicht aufhören. Was mögt ihr noch an mir? Also, sorry, man kann drauf eingehen. Wir könnten das jetzt total forcieren, aber nein, das machen wir nicht. Eigentlich hätte ich gedacht, zusammen werden wir wunderbar. Das denke ich auch. Ihr seid ein wunderbarer Freund, wenn auch sonst etwas gelehrt hat. Ich kann nicht sagen, das ist ja gemein. Soll das sein? Spart euch kein Interesse. Dankeschön, das nehmen wir. Right. Understood. You shall hear no more on the subject from me. Consider this budding romance thoroughly nipped. Though I hope our friendship need not come. Natürlich nicht, ich bin nur mit Schattenherz zusammen. Enjoy your evening. Nothing better for the heart than a good night's rest. And mine is gladdened to know I'll have the pleasure of your company again come morning. Etwas weniger harte Antworten hätte ich aber auch gut gefunden, muss ich sagen. Aber war halt schon. Das war halt schon eine richtige Watsche irgendwie, ne? Blood hurts. Oh. Der Kameramann ist überwuchert. Regie, der Kameramann. Du bist verletzt, sag mal her. Das kriegen wir ja wohl hin. Ich hab Schattenherz Herz gewonnen. Bei Lelzel musst du aufpassen. Die nimmt sich nach dem Beischlaf gerne mal einen Körperteil mit. Ich wollte es nur gesagt haben. Sag mir nicht, ich habe dich nicht gewarnt. Look. Cut. Oi. Heilkunde, halt still. Heilkunde habe ich immer nicht. Überzeugen. Es ist nur ein Kessenliff. Alles über 2 HP ist eine Fleischwunde. Komm her, ich mache die Wunde sauber. Also ganz ehrlich. Aus Rollenspielsachen wäre ja das oder das besser, ne? Das ist, finde ich, jetzt nicht. Ich speichere. Also ich habe hier eine höhere Chance, aber nee, man muss schon was machen. Ja, komm.
Ich hatte auch ein Stelldichein. The cub inspects the wound, giving it a curious peck. Good. No hurt. Wie ist das passiert? Teeth, claws, bigger. Du hast ihn mit etwas Größerem angelegt. Warum? Strong. Fight. Win. Leg dich nächstes Mal lieber mit jemandem deiner Größe an. Götter, noch nicht mal ausgewachsen, schon jede Menge Ära. Und, hast du getötet? Kill? No. Nee. Strong, show you. I love him so much. Ja, ich weiß. Bleibt es jetzt hier? Jungtierbändiger, Karlach ist inspiriert. Das haben wir auch erwartet, so wie die sich freut, ey. Tschüss, ihr allerliebst. Schon ein kleinerer Bauch, ne? Friend, nice. No bite. Dieser Kameramann, der ist echt. Echt immer Ärger mit dem Personal hier. Aber der ist ja allerliebst. Keine Dialoge mehr? Okay. Wir verlassen das Lager. Dann müssten wir da wieder rauskommen, ne? Wo wir reingekommen sind. Ja, genau. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal runter. Ja. What creatures live in waters this dark? Geck does the talking around here. Bother him. Gail, nochmal durchklaffen bitte. Wieso hängt der Gail so an mir? Das verstehe ich nicht. Seek and you shall find me. Was ruft immer? Brappa? So, hingerichteter Technom, plündern. Ein Heiltrank, ja, den nehmen wir mit. Plündern, nein. Ans Lager senden, ans Lager senden. Lazulit, nehmen wir mit. Nee, mach mal aus. Obwohl, wenn es jetzt zum Kampf kommt, ach, ist auch egal. Es wird hier bestimmt nicht zum Kampf kommen, weil ich, wie auch immer das ist, den sie hier, also falls sie sich hier unten versteckt, bin ich eher so den Typ, der sagt, sprechen wir mit der Person,
Vielleicht können wir sie dafür davon überzeugen, die Stiefel abzugeben. Und dann kann sie abhauen. Ein Rubin beachtliche Größe, also die Skizze. Davon war in dem Buch. Noch ein Lazulit. Ein weggeworfenes Tagebuch. Haben Eisenfuß mit einem Fest überrascht. Keine Ahnung, wie dieser Idiot 150 werden konnte, aber ein Fest ist es sicher wert. Als er den Feuerschnaps sah, den wir gebracht hatten, brach er in Tränen aus. Das ist die Wahrheit. Ich habe nur einen Becher von dem Zeug getrunken und spüre meine Zunge nicht mehr. Der Armleuchter hat das ganze Fass geleert. Mir ist es schleierhaft, wie er es bis zur nächsten Schicht geschafft hat. Merna behauptete, ihn im Wagen zu brauchen, um Inventar zu bewachen. Die Höhenwärterin tat, als hörte sie das Schnarchen nicht. Hat der Taucher nichts an Glück, dass ihr Herz so weich ist. Ich sollte schlafen. Soeben wurden Übungsschaufeln und Picken für die Jugend bereitgestellt. Ich muss bloß noch das Vorkreuz schlagen. Wo bleibt bloß die Zeit? Ja, das lasse ich immer mal liegen. Das soll jetzt nicht jedes Buch mitnehmen. Ein Brief mit Wasserflecken, der dem Empfänger anfleht, am anderen Ufer des Schwarzsees vorsichtig zu sein, dass sich dort Dürriger aufhalten sollen. Ja. Also hier unten ist ja gar nicht. Ja gut, wäre auch doof, weil hier unten ja der Teleporter ist. Ne? Können wir da rüber? Ne, das ist Abgrund. Okay. Wo können wir denn jetzt überhaupt hin? Ist auch abgefroren. Das Boot dürfen wir nicht verwenden. Können wir da rüber springen? Nein, können wir nicht. Können wir hier unten überhaupt irgendetwas machen? Bis auf die Edelsteine hätten wir uns das hier auch schenken können, kann das sein? Ah, nee, hier oben waren wir noch nicht. Okay. There's something in the air. I can feel it with every breath. Gift? What in the nine hells is that? They're coming. They're coming. Wieso ist der jetzt hier? Oh, sagt mir, dass ich mir diese Stimme nicht einbilde. No, something's coming. And if it lives down here something's in the dark, coming. It won't be anything good. They are coming. You are coming. Okay. All's well that ends. Yeah, not as bad as it could have. Plündern. Hastige Spuren.
Moment. There is work to do. Moment. The corpse has nothing to say. Okay, aber vielleicht mit dem da. The corpse remains silent. Die Stelle kennst du schon, okay. Ja, ich habe ja verschiedene Wege, wo ich laufen kann. Wir könnten dahin. Wo sind wir denn auf der Karte? Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt: Finde die vermissten Stiefel. Die Karte sagt nach da. Hä? Nein. Ah, vielleicht können wir von hinten kommen oder sowas. Gucken wir mal. Der Coming meinte ja wahrscheinlich nicht uns oder andere, sondern vielleicht die Dübegar, die hier eingefallen sind und Unheil bringen. Sie sind auf jeden Fall nicht eins mit der Natur. Das sieht doch so aus, als würde ich hier schon wieder in irgendwas reinfallen. Torchwerk des ersten Blutes. Ja, komm. Wir nehmen es erstmal mit. Cool aussehen tut sie ja wirklich, ne? Oder? Das kann man ja nicht anders sagen. Ist schon schick. Breathe deep and move. Beziehungsspuren. Betroffene Kreaturen können telepathisch miteinander kommunizieren. Aha. Gott, what's happening? Ja. Wir wissen, was das ist, ne? Erdbeben ist doch eigentlich immer. Obwohl, nee, ist es nicht. Corpses. These creatures did battle with Dwergar. Ich dachte, das wäre schon wieder so ein Krokodil. No time to dally. Ich schätze mal, dass sie nicht mit. The corpse has nothing. Ja, okay, schade. Alright, what now? Mushrooms down here can't be trusted. Ja, ja. Die warten mich doch jetzt nicht vor den Pilzen, ne? Na klar, wenn jetzt hier leicht Kampf wäre, wären die natürlich praktisch schlecht gewesen. Aber, oh, das ist nicht gut. Ah, okay. Oh! Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, wie gut, dass die. Ja, dann gehen wir mal in den Dialog mit denen.
Moment, das ist doch ein Dürrelar. Was macht der denn hier? Ach nee, das ist auch so ein Mykonoide. Untersuchung, was können die denn so? Feuerschaden gegen diese Kreatur ist verdoppelt. Okay, die wollen sich mit mir gar nicht anlegen. Sporendiener. Da haben den Körper. Ach! Die sind übernommen! Ja! Okay. Ja, gut, dann. Sagen wir mal ganz freundlich guten Tag. What path lies before me? Reden. I should speak up. You are swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices. The harmony of an entire collective. Sovereign, he has come. He is here. Wer wir? The choir fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The sovereign is threatening you. State your purpose. Oh! Ja, Gelsong heiligt. Auf den Parasiten konzentrieren und Verbindung mit dem König aufnehmen. Die Wahrheit über den Parasiten sagen. Du bist nur auf der Suche nach einer Behandlung unterwegs. Lass mich durch, ich suche mir in den Stunden nur. Überzeugen. Ich bin auf Reisen und suche das Abenteuer. Das ist eine ganz doofe Überzeugung. Motiv erkennen. Verstehen anstreben. Dich auf das Lied des Königs konzentrieren. Lass mich durch, dann tue ich euch nichts. Nein. Bade, eine friedvolle Melodie im Einklang mit den Königssummen. Das finde ich jetzt schon nicht schlecht. Wir nehmen das mal. You detect a distinct quiver in every note. These creatures have experienced recent tragedy. Ich spüre eure Furcht. Ich bin hier, um euch zu helfen. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Then the sovereign drones a new melody, cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The sovereign expects you. Die Pilze waren schon immer hier. Alle anderen, die hier sind, gehören hier nicht hin. Looking ahead. Don't mind if I do. Mal rauf. Schwarzseegrotte. Fungus and mold glaze the grotesque creature's face and cool, body. Oder? A voice drifts into your mind as you gaze upon the misshapen servant. Leave this one. Come to me. We must speak. Er da? Der Musige? Hä? Hier ist ein Händler. Zu wem muss ich denn hin? Oh, da ist ein Beutel. Oh, das ist ja nett. Hm. Ja.
Finde die vermissten Stiefel. Wir haben die tiefen Sklavin Tolla gefunden. Sie hat bestimmt die Stiefel. Ja, wo ist sie denn? Ist sie das?